Lieber Udo, gerade sehe ich auf Facebook einen kleinen Film, der noch einmal einen Rückblick wirft auf Schwerin. Weißt du noch, als du oben im Hotel warst, ganz oben, und keiner wusste, wo du warst, bis die Leute im Treppenhaus standen und ich habe dir ein Funkmikrofon besorgt und folgendes ging dann ab. Also du hast dann Folgendes gesagt. Ich filme das mal jetzt hier. Achtung. Wirklich eine ganz mysteriöse Angelegenheit. Wir sitzen mit ein paar Kumpels hier in der geheimen Ecke und trinken jetzt irgendwie gleich ein Schlückchen Cognac auf euer aller Wohl und so. Und haben jetzt einen kleinen Text gemacht und ja, Band ist leider ja auch nicht hier und deswegen singe ich das jetzt mal einfach so. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug aus Hamburg? Ich muss mal eben dahin, mal eben nach Schwerin. Man glaubt es ja kaum, das ist ja alles wie ein schöner Traum. Doch keine Angst vorm Erwachen, wir werden jetzt so weitermachen. Wir haben Flasche Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das trinken wir jetzt alleine und zwar ohne Honecker. Lieber auf Gorbin, Wodka und schön kalt. Am besten geht es weiter, ohne Gewalt. Okay, Freunde, bis bald. Tja, Udo, das waren Lieber, das ist Zeiten. wirklich eine ganz mysteriöse Angelegenheit. Das Wir waren sitzen mit ein paar Zeiten. Kumpels hier in der geheimen Ecke und trinken jetzt irgendwie gleich ein Schlückchen Cognac auf euer aller Wohl und so. Und haben jetzt einen kleinen Text gemacht und ja, Band ist leider ja auch nicht hier und deswegen singe ich das jetzt mal einfach so. Entschuldigen Sie. Ist das der Sonderzug aus Hamburg? Ich muss mal eben dahin, mal eben nach Schwerin. Man glaubt es ja kaum, das ist ja alles wie ein schöner Traum. Doch keine Angst vorm Erwachen, wir werden jetzt so weitermachen. Wir haben Flasche Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das trinken wir jetzt alleine und zwar ohne Honecker. Lieber auf Gorbin, Wodka und schön kalt. Am besten geht es weiter, ohne Gewalt. Okay, Freunde, bis bald. Ja, liebe Leute, das ist wirklich eine ganz mysteriöse. Ja, tja, Udo, das waren Zeiten, weißt du noch? Und dann hast du mich gesucht und ich habe dich gesucht und, oh, und dann der Trabi-Fahrer und angehalten und halt an, das ist mein Sekretär. Ja, das waren doch tolle Zeiten, ne? Tja, komm nie wieder.